Im Salzburger Skiort Flachau ist die 7-Tages-Inzidenz auf knapp 9000 geklettert. Der Bürgermeister von Flachau, Thomas Oberreiter, hat mir vor kurzem jedoch erklärt, zu einem müsse man die Zahlen in Relation setzen. Flachau hat gut 3000 Einwohner, derzeit halten sich mit Gästen und Bediensteten aber 15.000 bis 16.000 Menschen im Ort auf. Wir sind im Moment eine Kleinstadt, hat er erklärt. Zum anderen brauche von den 250 aktiven Fällen momentan keine einzige medizinische Behandlung. Die Hälfte der Betroffenen sind in der Regel junge Leute, die auch ohne Symptome sind. Das heißt, diese Berechnung ist natürlich nicht ganz richtig, denn es sind 250 Infizierte auf 15.000 Personen, das sind 0,02%. Und die Inzidenzberechnungen, die werden jedoch auf die normalen Einwohner gerechnet. Das sind ja nur knapp über 3.000, aber Testen haben sich natürlich hier sehr viele lassen und je mehr man testet, desto mehr fallen natürlich auch dann rein in diese Inzidenzberechnung und wie gesagt, es sind eigentlich nur 3000 Einwohner, aber momentan sind eben knapp 16.000 hier vor Ort. Problematisch ist auch die hohe Zahl an Infizierten in den Betrieben in Flachau. Mehrere Gasthäuser mussten schließen bzw. haben Ruhetage eingelegt, weil eben die Mitarbeiter fehlen, weil sie teilweise krank sind. Auch St. Anton und Kitzbühel haben enorm hohe Inzidenzwerte zu verzeichnen und auch andere Tourismusorte, Skiorte in Österreich sind davon betroffen. Viele Skilehrercluster gibt es auch in Österreich. Insgesamt gibt es über 100 Skilehrerfälle, die mit dem Coronavirus infiziert sind. In Flachau sollte eigentlich am 11. Jänner der Weltcup Nachtslalom stattfinden. Die Damen können aber nicht fahren, er wird nicht über die Bühne gehen. Der wurde eben soeben auf Empfehlung von Landeshauptmann Wilfried Haslauer abgesagt. Wie viele Touristen oder Tourismusmitarbeiter derzeit im Bundesland infiziert sind, ist unklar. Viele Gäste dürfen sich dem Vernehmen nach auf die Gefahr von Quarantäne hin während ihres Aufenthaltes gar nicht testen lassen. Werden Urlauber dennoch positiv getestet, werden sie in ihren Zimmern abgeschottet oder sie reisen ohne Zwischenstopp mit dem Auto zurück nach Hause. Es gibt eine Reihe von Fällen, wo das nicht so leicht möglich ist, erklärte Gesundheitsreferent Landeshauptmann Stellvertreter Christian Stöckel. Aber für die ist man momentan Suche für Ersatzquartiere. Es gibt da eines im Lunga, aber das ist vermutlich zu wenig. Wie gesagt, momentan sucht die Landesregierung noch nach Quarantänegebäuden, wo sie eben die Touristen, die positiv getestet werden, absondern können.